Hey, was geht ab, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir wieder mal im Bereich des rechtsbewussten Handelns unterwegs. Wie immer habe ich euch eine Situationsaufgabe mitgebracht, die wir dann zusammen lösen können. Falls euch meine Videos gefallen, dürft ihr natürlich gerne ein Abo und ein Like da lassen. Vielen Dank! Ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ich würde sagen, legen wir direkt los mit der Ausgangssituation, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar, die DS GmbH mit Sitz in Freiburg hat 4000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist tarifgebunden, ein Betriebsrat wurde gewählt. Sie leiten eine Abteilung mit 32 Industriemechanikern, 14 Mechatronikern und 3 Auszubildenden. Nun kommt die Aufgabe. Ihr langjähriger Mitarbeiter Herr S. Eller hat sich im Januar 2021 den Finger gebrochen und ist für 7 Wochen krankgeschrieben worden. Im Dezember 2021 ist ihm auf dem Weg zur Arbeit einer reingefahren und er hat sich das Bein mehrfach gebrochen. Er wurde krankgeschrieben für 8 Wochen. Und nun, wer sichert das Entgelt von Herr S. Eller? In den beiden Krankheitsfällen. Bitte geben Sie dazu die gesetzliche Grundlage an. Ihr seht, das gibt 10 Punkte. Das ist ganz schön viel. Normalerweise gibt es ja pro Paragraphen rauspicken und ja, für so eine Aufgabe eigentlich so 3 bis 4 Punkte. Hier sind wir 10. Das liegt einfach daran, weil man ein bisschen um die Ecke denken muss und ein gewisser Grad an Allgemeinwissen auch noch dazu gehört. Nicht nur Paragraphen raussuchen, sondern auch Allgemeinwissen. Gut, fangen wir dann mal an. Wir haben hier 2 Paragraphen, die man im Endeffekt raussuchen muss. Eben beide Krankheitsfällen. Der erste, den habe ich jetzt einfach mal gelb markiert. Das ist der Januar 21, Finger gebrochen, 7 Wochen krank geschrieben. Jetzt geht's los. Wir machen im ersten Schritt, dann nehmen wir unser Arbeitsgesetzbuch und schlagen hinten das Sachwortverzeichnis auf. Genau gesagt die Seite 954. Wenn man sowas hört, dann kann das Stichwort Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall klingeln. Und ihr seht auch dann schon hier Entgeltfortzahlung in der ersten Spalte. Und in der zweiten Spalte, wenn man dann so ein bisschen durchliest, da sticht einem dann jetzt besonders, wenn ich es markiert habe, ins Auge, Krankheitsfall, Ordnungsziffer 18, Paragraph Nummer 3. Dann schlagen wir das auch auf. Ah, ja, ich habe es hier nochmal. Wir schlagen das im zweiten Schritt dann auch auf, den Paragraph Nummer 3, Entschuldigung. Und da steht dann drin, wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihm ein Verschulden trifft, also es könnte ja auch sein, dass er sich mit Absicht hier den Finger gebrochen hat. Ja, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 6 Wochen. Genau. Und jetzt muss man einfach danach wissen, okay, die ersten 6 Wochen bezahlt quasi der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und danach tritt die Krankenkasse ein und zahlt dann Krankengeld. Und das können wir dann auch in einem wunderschönen Satz formulieren. Laut § 3 des Entgeltfortzahlungsgesetzes hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall von bis zu 6 Wochen. Darüber hinaus zahlt die Krankenkasse. So, das war jetzt der erste Fall. Und dann kommen wir zum zweiten. Das war der Dezember 21 auf dem Weg zur Arbeit, dann Bein mehrfach gebrochen, für 8 Wochen krankgeschrieben. Da muss man auch wieder hinten im Verzeichnis aufschlagen. Schritt 1,
Arbeitsunfall. Man muss einfach wissen, das ist eben dieses Allgemeinwissen, was da dazu gehört, dass ein Wegeunfall, es ist ja auf dem Weg zur Arbeit passiert, ist automatisch auch ein Arbeitsunfall und zählt unter die Begrifflichkeiten Arbeitsunfall. Genau, und dann habe ich hier im Sachverzeichnis das markiert, die Be Arbeitsunfall Begriff 46, Ordnungsziffer 46, Paragraph 8. Genau. Dann zweiter Schritt, wir schlagen es auf und ich habe hier den Paragraph 8 auch einfach mal markiert und den lese ich eben mal vor. Das ist Absatz 1, Arbeitsunfälle und Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz nach Paragraph 2, 3 oder 6 begründeten Tätigkeit. In Klammer versicherte Tätigkeit. Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem gesundheitlichen Gesundheitsschaden oder zum Tod führen. Das ist übrigens die Definition eines Arbeitsunfalls. Hier dieses Absatz 2. Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen können. Definition Arbeitsunfall. Und dann sehen wir im Punkt 2 das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und vor dem Ort der Tätigkeit. Jetzt ist wieder dieses Verbinden, Allgemeinwissen mit Paragraphen rauspicken. Es ist eine versicherte Tätigkeit, dieses ein Arbeitsunfall. Man muss wissen, Wegeunfall ist gleich Arbeitsunfall. Und wir können hier herauslesen, im Endeffekt, nach 6 Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zahlt dann die Unfallversicherung Verletztengeld, da es ja eine versicherte Tätigkeit ist. Genau. Und das können wir natürlich auch dann wieder wunderschön in einem Juristendeutsch verpackten Satz formulieren. Laut Paragraph 8 des SGB 7, 7. Sozialgesetzbuchs hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall von bis zu 6 Wochen. Ne, im Endeffekt das gleiche wie erstes auch, nur danach bezahlt die Unfallversicherung Verletztengeld, da es sich um eine versicherte Tätigkeit handelt. Ja, damit hätten wir die A gelöst. 10 Punkte habe ich, aber immerhin, also in einer Klausur oder Prüfungsfall, wären das 10% der Prüfung und ist ein bisschen schwer, aber ich denke mal, das ist zu schaffen, ein bisschen Allgemeinwissen und dann eben die Paragraphen rauspicken. Kommen wir noch zu der B, die ist relativ leicht. Bei welchem Gericht kann man denn Klage einreichen, falls Leistungen nicht bezahlt werden sollten? Das ist das beziehungsweise Krankengeld und Verletztengeld, die können beim Sozialgericht eingeklagt werden und Klagen gegen den Arbeitgeber auf Zahlung des Entgelts, da ist dann das Arbeitsgericht zuständig. Hier braucht man keine Paragraphen angeben, das ist einfach nur Allgemeinwissen. Ist gut, wenn man sowas weiß, vielleicht braucht man es ja mal, das Wissen. Gut, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ihr konntet was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.